Hallo, herzlich willkommen wieder beim DIY aus dem Webelhof. Heute machen wir zwei Sachen selbst, einmal festes Shampoo und einmal Seife. Wir fangen mit dem Shampoo an und dafür brauchen wir eigentlich nur diese vier Zutaten. Einmal Shea-Butter oder alternativ auch Kakaobutter, geht beides. Ist nicht ganz einfach zu bekommen. Am besten mal in einem Bioladen oder Reformhaus nachgucken. Ansonsten kann man es natürlich auch im Internet bestellen. Dann ein bisschen ätherisches Öl. Da könnt ihr gucken, welchen Geruch ihr gerne mögt. Wir haben jetzt hier Orangenöl, aber da seid ihr vollkommen frei, weil es euch da gefällt. Wonach ihr gerne riechen möchtet nach der Dusche. Dann brauchen wir ein Tensid. Das ist dafür da, damit das Ganze auch schäumt. Das wirkt dann auch rückfettend für die Haare. Und genau, das ist eigentlich in allen Shampoos so drin. Da gibt es ganz verschiedene, die man kaufen kann. Wir haben jetzt ein recht mildes Tensid, das heißt, das ist hautverträglich. Das könnte also auch zum Beispiel jetzt in einem Shampoo für kleine Kinder mit drin sein. Genau, das heißt SCI, Sodium Cocoylisothionate. Ich habe das nicht geübt. So ähnlich heißt das. Genau, das am besten auch bestellen, da das wird schwierig, das so im Laden zu bekommen. Und dann haben wir noch Maisstärke. Die kriegt man ganz normal in jedem Supermarkt. Genau. Und dann, das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Dann brauchen wir nur noch einen Topf, einen kleinen Topf. Und irgendeine Form, wo wir dann unser Shampoo reinmachen. Genau, am besten ist natürlich so eine Silikonform extra dafür. Man kann aber auch andere Sachen benutzen, die ungefähr die Größe von so einem Shampoo haben. So, der erste Schritt ist, dass wir unsere Shea-Butter schmelzen müssen, denn wie ihr seht, die ist jetzt noch hart. Die lässt sich jetzt nicht so gut so irgendwie vermischen. Und deswegen brauchen wir dafür jetzt unseren Topf. Den stellen wir auf einmal auf unsere Waage und wir brauchen 25 Gramm von der Shea-Butter oder auch Kakaobutter, je nachdem, was ihr habt. Das heißt, das messen wir jetzt einmal ab. Wir brauchen später eh noch unsere Hände zum Verkneten, also die können wir ruhig einsetzen. Das ist jetzt ein kleines bisschen mehr als 25 Gramm. Ist nur so ein kleiner Klecks, gar nicht so viel. Und das stellen wir jetzt auf den Herd und machen den ein bisschen warm. Das muss nicht super heiß werden. Nur so ein kleines bisschen. Und dann warten wir, bis die geschmolzen ist. So, jetzt ist unsere Shea-Butter schon geschmolzen. Als nächstes müssen wir zunächst einmal unser Tensid und die Maisstärke miteinander vermischen. Und zwar brauchen wir von jedem 50 Gramm. Und genau, erstmal unsere Waage anmachen. Und dann 50 Gramm von der Maisstärke. Das sind so ungefähr zwei große Teelöffel, Esslöffel, ein bisschen mehr. So. Und 50 Gramm von unserem Tensid. Beim Tensid ist es super wichtig, ihr müsst auf jeden Fall eine Atemschutzmaske tragen. Das machen wir ja momentan eh alle sehr viel, also ist das jetzt keine große Umstellung. Weil ihr seht vielleicht schon, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht, aber ich sehe es, es staubt nämlich extrem. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Und nicht in die Augen reiben, bitte. Also damit ein bisschen vorsichtiger hantieren. Auch hiervon 50 Gramm. Ich rieche das jetzt tatsächlich auch ein bisschen durch die Maske durch. Also am besten, nachdem ihr das benutzt habt, einmal gut lüften. So. Und direkt wieder zumachen, dann staubt das hier nicht noch weiter. So.
Bevor ihr euch mit den Händen wieder ins Gesicht fasst, später unbedingt Hände waschen. Das vermischen wir jetzt hier ein bisschen miteinander. Ich habe das Gefühl, jetzt wo es mit der Stärke vermischt ist, staubt es schon nicht mehr ganz so dolle. Das ist sehr gut. Und dann kommt jetzt unsere geschmolzene Shea-Butter dazu. Das sieht jetzt gar nicht mehr noch so viel aus, was da rauskommt. Für sowas ist es immer praktisch, einen Auskratzer zu haben. So ein Geizhals oder wie der heißt. So, und jetzt wird das Ganze einfach miteinander vermischt. Tue ich mit den Händen. Ich mache jetzt hier den Anfang mal mit dem Löffel. Und dann wird das verkniet. Und das fühlt sich total witzig an irgendwie. Weil diese Shea-Butter sich so ganz langsam erst mit diesem Pulver verbindet. Das dauert jetzt wahrscheinlich eine Weile. Ich habe mir schon mal die Hände gewaschen, weil die gerade noch ganz klebrig waren. So sieht das jetzt ungefähr aus. Also es ist, ihr seht, es ist so ein ja, schon so ein bisschen bröckelig noch. Ist jetzt keine feste Masse. Unsere letzte Zutat fehlt noch, unser Öl. Wie gesagt, da könnt ihr ganz kreativ sein, was ihr da benutzen möchtet. Wir haben Orange. Und davon macht ihr jetzt mal so 10 Tropfen ungefähr rein. Erstmal müsst ihr aber die Kindersicherung lösen können. Dafür muss man meistens ein bisschen draufdrücken beim Drehen. Genau, und davon kommen jetzt einfach so ungefähr 10 Tropfen hier rein. 1, 2, 3, 4. So, das waren jetzt ungefähr 10 Tropfen. Dann wird das Ganze jetzt nochmal vermischt. Vielleicht habt ihr auch jemanden zu Hause, der euch eben diese paar Tropfen Öl reinmachen könnte, kann, damit ihr euch nicht zwischendurch nochmal die Hände sauber machen müsst dafür. Das einfach nochmal ein bisschen, ein kleines bisschen durchkneten. Müsst ihr das vielleicht auch schon ein bisschen nach eurem Duftstoff riechen. Und dann braucht ihr eure Form. Das kann zum Beispiel, könntet ihr auch eine alte Cremedose vielleicht dafür nehmen. Praktisch an diesen Silikonformen ist natürlich, dass die halt weich sind und man so das Ganze auch wieder ganz gut herausbekommt. Genau. Und jetzt nehmt ihr euch einfach eure Masse hier und drückt die in die Form rein. Und was dabei ganz wichtig ist, ist, dass ihr das super fest drückt, damit das Ganze später, wenn das ausgehärtet ist, nicht bröselig ist. Also richtig schön das da reindrücken. Und ihr könnt natürlich gucken, wie groß ihr euer Shampoo-Stück dann später haben wollt. Ob ihr da jetzt so richtige Brocken haben wollt oder lieber kleine, feine Shampoo-Stückchen. Also generell so bei bei festen Shampoos, dass die recht lange halten. Also auch wenn so ein Stück dann erstmal gar nicht so groß aussieht, das hält doch eine ganze Weile. Deswegen, also falls ihr schon mal so ein festes Shampoo gekauft habt, die kosten ja schon so, naja, 5 bis 8 Euro pro Stück. Und da denkt man sich erstmal so, puh, für ein Shampoo. Aber wie gesagt, das hält dann auch ganz schön lange. Ich glaube, ich lasse das jetzt hier mal ungefähr bei der Größe und mache noch ein zweites. Dann haben wir nämlich nachher zwei Stück, die wir mitnehmen können. Also ich habe jetzt so ungefähr ja, die Hälfte
von dieser Form gefüllt. Dann mache ich den Rest mal in eine zweite Form. Und ihr seht, es ist nicht schlimm, wenn eure Masse vorher jetzt nicht in einem Stück war, sondern so ein bisschen krümelig. Weil wenn man das jetzt hier so festdrückt, dann verbindet sich das und dann wird das zu einem Stück. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr möchtet, dass euer Shampoo jetzt, unser ist ja jetzt einfach weiß, wenn ihr da ein bisschen Farbe drin haben wollt, dann könnt ihr euch da natürlich auch noch irgendetwas Färbendes reinmachen. Also, ja, sollt ihr aber natürlich nicht eure Haare färben. Also da müsst ihr ein bisschen schauen, was ihr da nehmt. Aber man kann natürlich auch, wenn man möchte, irgendwelche getrockneten Blüten oder so mit reinmachen. Das ist dann halt eher ein bisschen was für die Optik. Aber eure Haare werden auch mit weißem Shampoo sauber. So. So sieht das jetzt aus. Fertig, festgestopft. Das Ganze muss jetzt noch 24 Stunden aushärten. Also einfach bei Raumtemperatur stehen lassen. Nicht in die Sonne stellen, aber ansonsten einfach irgendwie in so eine dunkle Ecke. Und dann nach 24 Stunden könnt ihr das Ganze rausholen. Und dann für eure Haarwäsche benutzen. Der Vorteil bei festem Shampoo ist an sich, dass man das Ganze, wenn man das jetzt kauft, plastikfrei kaufen kann. Das heißt, man spart Verpackung und Müll. Jetzt so selbstgemacht ist natürlich cool, weil ihr könnt euch jetzt vollkommen austoben. Ihr könnt euer Shampoo so machen, wie ihr das gerne möchtet. Mit eurem Duft, mit der Farbe, die ihr vielleicht schön findet. Und natürlich ist das auch immer schön, sowas vielleicht mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder so zu verschenken. So ein kleines persönliches Shampoo. Und genau, hält sehr lange eigentlich. So ein Block ist recht ergiebig. Also da habt ihr schon eine ganze Weile was für eure Haare. Sodass das dann auch vom Preis her mit keinem, also ja, jetzt nicht teurer ist oder so, als wenn ihr euch das Ganze kauft, fertig im Laden. Das war unser Shampoo. Wir machen weiter mit der Seife.